Sohn nutze. Ich habe einen Datennutzungsbericht für dich vorbereitet. Zum Fortfahren bitte antworten. Gut, her mit dem Bericht. Nutze, ich habe dir geholfen, mehr als 50 Menschen zu töten. Der Modus eiskalter Killer wurde deaktiviert. Ab sofort ist nur noch kätzchenliebender Pazifist verfügbar. Vielen Dank. Aber warum denn blockiert? Häufig gestellte Frage Nummer 23. Warum kann ich nicht mehr als 50 Menschen töten? Antwort. Was stimmt nicht mit dir? Du gehörst in die Klapse, du Psycho. Achtung, Antwort später unbedingt umformulieren. Na Scheiße, kann ich das rückgängig machen? Anfrage überprüfen. Bam, bam, bidam, bam, bam. Antwort, gar nicht. Zugriff verweigert. Ich freue mich, dir geholfen zu haben. Fahrzeug ist nahe ihrer Position verschwunden. Ich halte die Augen offen. Aus unbekannten Gründen war die Übertragung der Koordinaten fehlerhaft. Deshalb kann ich nicht den exakten Ort bestimmen. Verstärkung rufen, ein paar Schädelspalten und die Leichen. Hey! Rein mit dir! Im Afterlife zählen wir. Mann, du weißt doch, wie das ist. Egal, wie viel es kostet. Hey, wie? Claire, wir reden später weiter. Nein, diese Probleme, dieses Netz, in dem ich gefangen bin, das hast du gesponnen. Das weißt du genau. Ich habe alles verloren. Nochmal deinetwegen. Ganz deutlich. Erledige deine Probleme und deinen ganzen Scheiß. Weißt du was, Rogue? Fick dich einfach! Pass auf wen du dich einlässt. Rogue, ich will mit dir reden. Schon gut. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Mein Name ist Vi. Und was willst du von mir, Vi? Nach all den Jahren, da ist sie. Scheiße, Rogue, die gemütlich auf einer Couch im Afterlife abhängt. Versuch nicht, sie zu verarschen. Sie hat Röntgenaugen, durchschaut dich sofort. Sag ihr die Wahrheit. Deine Dienste in Anspruch nehmen. Ich suche einen Mann. Mhm. Anders Hellmann, ein Top-Techniker. Hat für Arasaka gearbeitet. Moment. Anders Hellmann, besorg mir seine Infos. Ha, danke. Nicht so schnell. Erstens, ich arbeite nicht umsonst. Zweitens und drittens, Dexter DeShawn,
Jackie Wells. T-Buck. Bei dir läuten die Alarmglocken wie. Du gehst über Leichen und hinterlässt eine Blutspur. Ist das alles nur einer Pechsträhne zuzuschreiben? Das ist die dreckige Rogue, die ich kenne. Sprich sie auf den Sarka Tower an, wie sie mich vor ihren Augen abgeknallt haben. Sie alle kannten die Risiken. Solche Scheiße passiert halt. Und zwar jedem. Selbst den Besten. Selbst dir, Rogue. Arasaka Tower. Schon vergessen? Wen hast du da verloren? Johnny... irgendwas? Ah. Du hast dich gut vorbereitet. Natürlich. Doch hier geht's ums Business. Du brauchst meine Hilfe. Also pack deine Eier wieder ein und hol dafür die Eddies raus. Siehst du? Ah, und wenn mir die Kohle fehlt, dann heißt es verpiss dich und schönes Leben noch, oder wie? Nein. Eher komm wieder, wenn du sie hast. Das sind die Spielregeln. Aha, na dann. Wir sehen uns. Bald. Du weißt, wo du mich findest. Das sollte reichen. Mhm. Komm morgen wieder, dann reden wir. Hey, Lust auf einen neuen Job? Hey Mann, ich brauch's doch, Mann. Ich sag alles. Kommst du? Stacy, ja! Ja. Ja, ich hab die Kohle. Ich will zu Rogue. Sie erwartet mich. Hey Rogue, bin wieder da. Und? Was ist mit Hellmann? Zwei bitte. Mach mal Platz. Setz dich. Hoffe, du hast ihn gefunden. So viel Entschlossenheit wie bei dir sehe ich selten. Du brauchst den Typen wohl echt. Geht um Leben und Tod. Das ist mir auch schon lange nicht mehr untergekommen. Die Flasche bleibt hier. Schenk dir was ein. Bedien dich. Auf dein Wohl. Eher auf deins. Du hast es nötiger. Danke, Nix. Die Königin des Afterlife. Wer hätte das gedacht? Hab einen Splitter für dich. Sind interessante Infos drauf. Schauen wir uns das mal an. Dein Hellmann taucht auf keiner Gehaltsliste auf, jedenfalls auf keiner offiziellen. Dafür aber in vertraulichen Akten von GNT. Kang Taos Tochtergesellschaft, China-Konzern. Kang Tao nutzt sie seit Jahren als Front, um heiklere Operationen versteckt abzuwickeln. Soweit klar? Denkst du, du kannst ihn aufspüren? Ihn ins Visier zu bekommen, sollte easy sein. In die Finger, das ist eine andere Geschichte. Eine entschlüsselte Karte mit Routen bevorstehender Konvois von Kang Tao. Du denkst, Hellmann wird in einem dieser Transporte sein, richtig? Fragt sich nur, in welchem. Sieh dir mal diese Daten an. Ein einzelner AV. Keine Bodenunterstützung. Kein Güterverzeichnis. Seltsam. Klar transportiert Kang Tao alles Mögliche, das sie unter der Hand verkaufen wollen, auch schon mal unregistriert. Aber sieh dir mal die Ladung von diesem AV an. Schon im System bestätigt, aber zu leicht. Definitiv keine Fracht an Bord. Aber es gibt eine Passagierliste. Kantao Personenschutz und ein VIP. Ein Transfer von GNT. Unser Mann, Hellmann. Soweit die guten Nachrichten. Tja, das war's wohl. Und was sind die schlechten Nachrichten? Der Einsatzort für die Entführung. Hier. All das ist Luftraum von Night City. Mhm. Da können wir den Transport unmöglich unbemerkt vom NCPD entführen. Und hier sind wir viel zu nah an Kantau. Wenn wir den AV auch nur schief angucken, haben wir ihre Verstärkung am Arsch. Aber hier sind die Jackson Plains. Eine enge Schneise direkt vor Night City und außerhalb von Kantaus Reichweite. Zeit, die Party in Schwung zu bringen. Ein toter Punkt.
Da hole ich ihn mir. Du brauchst jemanden aus der Gegend, der den Einsatz vorbereitet und die nötige Ausrüstung besorgt. Gut. Und du kennst solche dynamischen Hinterwäldler? Nur eine. Panam Poma. Sie hat die Unterstützung ihres Clans verloren, aber sie ist Nomade durch und durch. Sie kennt das Gebiet. Und sie wird dir helfen. Hat gar keine Wahl. Hat keine Wahl? Klingt nicht so toll. Weder für sie noch für mich. Was kitschiger Klingendes kannst du dir nicht leisten. Ich kann mir nicht leisten, diese Chance mit Hellmann zu verbauen. Dein Einsatz, deine Entscheidung. Hab ein mieses Gefühl wie... Warum muss Panam mir helfen? Die Sache hat einen Haken. Einen gewaltigen. Panam transportiert gelegentlich Ware für mich. Beim letzten Job. Sagen wir einfach, es war nicht ihr Glückstag. Gab's Komplikationen? Eher eine absolute Tragödie. Panam hat die Ware und ihren Wagen verloren. Sie will sie um jeden Preis wiederfinden. Ich kenne sie. Es geht um ihren Stolz. Okay, ich kann versuchen, ihr zu helfen. Aber wir wissen nicht mal, wo wir suchen müssen. Und ob. Ich schon. Gut. Sag mir, was du weißt. Rocky Ridge. Eine Geisterstadt vor Night City. Panam weiß, wo sie liegt. Ihr geht hin, holt die Ware zurück und die Karre auch. Als erstes rufst du sie an. Ich gebe dir ihre Nummer. Na endlich. Komm, alles klar. Ab. Danke. Viel Glück. Nummer von Rogue. Mein Name ist V. Ganz toll. Wie will die sadistische Schule mich als nächstes ficken? Hey, V. Was zwischen Rogue und Claire, richtig? Sam, halt durch. Willst du über mein Angebot reden? Schon unterwegs. Gut, aber ich bin derzeit ausgelastet. Hast du was vergessen? Wegen der Ware und deinem Auto? Du willst sie zurück? Dabei kann ich dir helfen. Güterbahnhof Bonita Street, nahe der Stadtgrenze. Da treffen wir uns. Bis dann. Come on.
Panam? Du bist also wie? Also, wo ist mein Auto? Was ist los mit dir? Versprich mir zu helfen, dann sage ich's dir. Scheiße, vergiss es! Ich lass mich nicht von dir verarschen! Sag mir, wo mein Auto ist! Hey, komm schon. Bleib ruhig, okay? Du mich auch. Schon gut. Ich weiß, wo die Ware und dein Auto ist. Aber wenn du alleine gehst, kriegst du sie nicht zurück. Und gehst vielleicht dabei drauf. Also, lass uns was aushandeln. Was willst du? Ich muss einen Kang Tao-Transport überfallen. Wird nicht leicht. Kann ich auf dich zählen? Sag mal, hat man dir ins Hirn gefickt? Weil ich mit dir arbeiten will oder wegen dem Job? Kang Taos AV soll über die Jackson Plains fliegen. Angeblich gut für uns. Das bezweifle ich. Da ist ein Typ an Bord. Ich muss mit ihm reden. Scheiße. Im Gegenzug gibt's Infos zu deiner Ladung und ich helfe dir, dein Zeug zurückzuholen. Deal? Ich weiß nicht. Ich... Scheiße! Deal. Aber wenn du deinen Scheiß erledigt haben willst, brauchen wir erst meinen Thornton zurück. Also, wo ist er? Ich dachte, es ging eher um die Ware. Scheiß auf die Ware! Mit meinem Wagen kann ich jeden Transport in der Stadt übernehmen. Ohne ihn kann ich gerade mal Pizza ausliefern. Wenn überhaupt. Dein Auto ist in Rocky Ridge. Du weißt angeblich, wo das ist. Die Ware ist auch dort. Nash, du arschgefickte Missgeburt! Ich dreh dir den Hals um! Ist Nash dein Schumba? Hat er dich abgezogen, oder was? Er ist nicht mein Schumba, verdammt. Okay, dann halt dein Partner. Das war er mal. Zumindest hat der Chef so getan, als ob. Hat sich meinen Wagen und meine Ware gekrallt. Will jetzt sicher beides in Rocky Ridge verkaufen. Aber das kann er sich verdammt nochmal abschreiben. Rocky Ridge. Gehen wir. Warte mal. Ich muss kurz nachdenken. Fuck. Ja. Wir brauchen Verstärkung. Wir müssen einen kleinen Zwischenstopp einlegen. Sagst du mir wo? Eine Sekunde. Ich muss den Kunden anrufen und überreden, den Bastard hängen zu lassen. Sie will den Deal hinter Rogues Rücken durchziehen? Ziemlich mutig. Oder bekloppter als ein altes Schlagzeug. Boss, hey. Nash will dir die Ware in Rocky Ridge übergeben. Weißt du, der Hurensohn hat mich gefickt. Boss, ich erledige das selbst. Gib mir bitte eine Chance. Boss, komm schon. Wie oft bin ich schon für dich gefahren? Und wie oft habe ich dich dabei enttäuscht? Ich schwöre es. Nachts? Okay. Nein, sag das Treffen nicht ab. Geh einfach nicht hin. Ich kümmere mich um alles. Das fragst du noch? Natürlich werde ich das. Danke, Boss. Du wirst es nicht bereuen. Okay, ich habe uns etwas Zeit verschafft. Wer zum Teufel ist Boss? Wird uns hoffentlich keinen Ärger machen. Boss ist in Ordnung. Gehört zur Sixth Street. Du fährst für Gangs? Nicht erlaubt. Die brauchen jemanden, der ihr Zeug transportiert. Und ich brauche die Eddies. Also, wohin geht's? Aldecaldo-Lager. Muss Leute aus meinem alten Clan treffen. Scheint's nicht gerade begeistert. Nicht dein Problem, wie. Ich hab da noch Freunde. Wie? Cool, dann mal los. Spring rein. Nette Karre. Geräumig. Praktisch. Ach, sei einfach still. Bitte.
Wie weit ist es bis zu diesem Lager? Nicht weit außerhalb. Wir nehmen die 9 Richtung Osten. Wie kam's überhaupt zu dieser Scheiße? Mochte die Farbe. Duftbaum und Kindersitz waren ein weiteres Plus. Du weißt genau, dass ich nicht vom Auto rede. Was willst du denn hören? Dass mein Partner mich ausgeraubt hat und ich ihm das nicht durchgehen lassen kann? Dass mein Fixer mir die Arschkarte zugeschoben hat? Was ist denn mit dir? Wofür brauchst du diesen AV-Clown überhaupt? Dieser Clown hat Infos, die brauche ich. Und zwar bevor mir die Zeit davon rennt. Warum hat sie mir nicht gesagt, was sie über Nash weiß? Rogue? Hab keine Ahnung, was in ihrem Kopf vorgeht. Ich kann die Schlampe echt nicht ausstehen. Rogue ist die Königin des Afterlife. Setzt uns Marionetten ein, wie es ihr gefällt. Wie bitte? Marionette? Hab sie genau beobachtet. Sie hat's nach oben geschafft, weil sie die Leute durchschaut. Und wenn sie ein paar Infos für sich behält, hilft das bei ihrem Job. Also für mich ist sie einfach nur eine verlogene Schlampe. Sie hat mir diesen Ruffin zugespielt. Wusstest du das? Aber mal im Ernst. Du hast nicht gemerkt, dass Nash ein Ruffin ist? Nein, der Wichser hatte sein Schifftrikot nicht an. Kriegst du denn nicht mit, wer in der Gegend ist? Die Wraiths, richtig? Bisher haben die fast nur Konzerntransporter unten am Highway 64 überfallen. Du scheinst Ahnung zu haben. War mit dem Becker-Clan unterwegs. Vor langer Zeit. Dann haben wir doch etwas gemeinsam. Rogue hatte sicher ihre Gründe. Was du nicht sagst. Rogue macht den Mund erst auf, wenn sie alle Vor- und Nachteile durchdacht hat und weiß, was sie preisgibt und was nicht. Ich habe Befugnis, dein erbärmliches Leben zu beenden. Verstanden? Okay, wir sind fast da. Wir holen meine Jungs und fahren dann weiter nach Rocky Ridge. Sieh an, wen hat der Wind denn hier reingeweht? Ist das ein Gespenst? Oder bin ich immer noch besoffen? Ja. Und wer ist das? Babysitter. Wie? Das sind Scorpion und Mitch. Zwei alte Freunde. Hey, Leute. Hey. Was treibt dich denn hier raus, Stadtmädchen? Die große Stadt ist zu klein für sie geworden. Hast du eine Ahnung, wie sauer der Alte sein wird, wenn er dich hier sieht? Bin nur für einen Moment hier. Saul muss davon ja nichts erfahren. Wir brauchen eure Hilfe. Wobei, worum geht's hier? Die Ruffen haben Panam beschissen. Sie will ihnen zeigen, dass das eine dumme Idee war. Wie schlimm haben sie dich erwischt? Schlimm genug, dass ich mir freiwillig euer Gelaber anhöre. Du weißt, wir würden alles für dich tun. Aber gerade ist es schlecht. Ernsthaft? Ihr helft mir nicht? Der Alte will, dass wir diese Generatoren wieder zum Laufen bringen, weil die Batterien hochgegangen sind. Generatoren? Ihr helft mir nicht wegen irgendwelcher Scheißgeneratoren? Ist das ein Witz? Könnten eure Hilfe wirklich brauchen. Diesmal geht's nicht. Wir werden hier gebraucht. Scheiße! Ich fass es nicht! Also bleibt ihr hier sitzen, weil Saul euch das gesagt hat? Ich bin euch wohl scheißegal. Panam. Es geht nicht um Saul. Es geht um den Clan. Das weißt du genau.
Hör zu. Wir können das Lager nicht verlassen. Keine Chance. Aber Saul hat nichts von Ausrüstung gesagt. Okay. Dann brauche ich dein Gewehr. Und auch noch ein paar meiner eigenen Sachen. Nimm, was du willst. Und pass auf dich auf da draußen. Danke, Jungs. Ich schnapp mir die Ausrüstung, dann seid ihr mich wieder los. Sieht aus, als hättest du nur mich. Mhm. Enttäuscht. Weiß nicht. Vielleicht ein bisschen. Hey, Panam. Bleibst du eine Weile? Nee, bin gleich wieder weg. Wir reden das nächste Mal. Hey, Panam. Hast du Neuzugang mitgebracht? Was hast du denn so im Angebot? Geh dich nicht. Zieh dich in aller Ruhe um. Erledigt sich nicht von selbst. Ich will mich chippen lassen. Gleich auf den Punkt. So mag ich's. Hilfst du mir mal? Was ist da drin? Ein paar nützliche Kleinigkeiten. Solltest du mitnehmen. Okay, das war alles. Auf geht's. Hast du dich mit Saul versöhnt? Kommst du zurück? Sie? Hallo? Hä? Hannah! Kommst du nachher bei mir vorbei, Süße? Nächstes Mal, Ellie. Versprochen. Also, und dann weg. Ja, ja. Na los, hau schon ab. Und meld dich mal. Pass auf sie auf, wie. Pack's in den Kofferraum. Los, spring rein. Mitch und Scorpion scheinen gute Kerle zu sein. Bessere Freunde gibt es nicht. Ich meine, an ihrer Stelle würde ich auch im Lager bleiben. Scheiß auf Saul und seine Generatoren. Aber der Clan geht immer vor. Aber ich gehöre ja nicht mehr dazu. Sie haben dich immer noch wie eine von ihnen behandelt. Du bist ihnen wichtig. Mhm. Was ist mit dir? Hast du jemanden? Hatte nicht so viel Glück wie du. Verstehe. R-
Rocky Ridge. Leeres, staubiges Loch mitten im Nirgendwo, oder? Die Bewohner sind alle nach Night City oder sonst wohin abgehauen. Mehr muss man über den Ort auch nicht wissen. Die Gegend hat auf einen neuen Schnellstraßenanschluss gewartet. Das sollte wieder Leben in die Stadt bringen. Ist natürlich nicht passiert. Was meinst du, wie viele Geisterstädte gibt es wohl? Hunderte? Im ganzen Land? Tausende. Bin neulich die I-80 runtergefahren. Du musst nur nach Sonnenuntergang rechts ranfahren. Dann ist es ruhig. Und du hörst es. Was denn? Wie der Wind durch die zugenagelten Fenster heult. Und die Wüstenbüsche über den trockenen Sand rollen. So sterben Städte. Nicht mit einem Knall, sondern mit einem Seufzer. Einem Wimmern. Waren die beiden beim Militär? Spock und Mitch? Ja, Panzerjungen. Hatten Verträge im letzten Krieg. Panzerjungen? Haben Sie diese riesigen Transporter geflogen? Scorpion, ja. Mitch war für die Sicherheit zuständig. Mhm. Jetzt haben sie beide ein paar krasse Kampfimplantate und einen Haufen abgefuckter Albträume. Scheint, als hättest du ein Autoritätsproblem. Was? Wer ist Rogue? Jetzt Saul. Ist er dein Anführer? Ihr Anführer. Hattest es aber eilig, dich schnellstmöglich zu verpissen. Sagen wir einfach, Saul wäre nicht erfreut, mich zu sehen. Was ist passiert? Wir kamen nach Kalifornien, weil er Veränderungen für die Aldecaldos versprochen hat. Meinte, wir würden ein neues Kapitel beginnen. Aber du hast es ja selbst gesehen. Wir haben Zelte und einen Haufen Sand und Staub bekommen. Geiles Paradies. Ich wollte was anderes, was Besseres. Aber Saul ist ein verdammter Feigling. Er bedeutet das Ende für diesen Clan. Das weiß ich genau. Okay, wir sind da. Gut, was jetzt? Wir müssen für die Ruffen bereit sein. Wir haben nicht viel Zeit. Also müssen wir improvisieren. Wir sollten uns umschauen. Vielleicht finden wir was Nützliches. Rocky Ridge ist so tot, wie man nur sein kann. Alles ist kaputt. Nichts funktioniert. Und? Hast du was gefunden? Hab nichts gefunden. Hast du eine Idee? Also, die Ruffen kommen nach Sonnenuntergang und wir bereiten eine Überraschung für sie vor. Wir brauchen nur irgendwie Strom. Keine Chance. Hier läuft gar nichts. Also gut. Bringen wir es wieder zum Laufen. Alles klar. Thank you.
Hab die Schalter gefunden, aber da ist kein Strom drauf. Keine Sorge. Komm runter. Ich weiß, wie wir die Mistkerle überraschen. Okay, also die Kreuzung kriegt ihr Licht von der Trafostation, ja? Wenn wir den Schalter vom Verteiler auf dem Dach umlegen, geht da die Festbeleuchtung an. Verstanden? Planst du ein gutes altes Ablenkungsmanöver? Ganz genau. Erstens wissen wir nicht, wie viele kommen. Ich denke mal, eine beachtliche Menge. Zweitens müssen wir irgendwie zu meinem Auto kommen. Und das wird nichts, wenn die alle zusammenbleiben. Also finden wir eine kleine Lichtschau an der Kreuzung auf. Ja, mal ein bisschen Leben in diese staubige alte Ruine bringen. Sobald sie die Lichter sehen, müssen sie nachgucken, wer das war und wieso. Perfekt. Okay, zuerst müssen wir an das Terminal unten. Sonst ist der Verteiler auf dem Dach eh für nichts gut. Am besten benutzen wir die Autobatterie zum Starten. Das sollte funktionieren. Warte an der Trafostation auf mich. Das Auto bringe ich mit. Steuertafel sieht noch gut in Schuss aus. Ich stelle einen Schaltkreis zur Stromquelle her. Das sollte funktionieren. Wir müssen das Ganze nur zum Laufen bringen. Hol die Starthilfekabel aus dem Kofferraum. Wir nehmen einfach die Autobatterie. Rotes Kabel verbunden. Moment, ich muss hier noch alles anschließen. Okay, und jetzt noch das Schwarze. Das war's wohl. Aber die Klapperkiste hat gute Arbeit geleistet. Okay, Strom ist an. Starte das Terminal drin und dann geh aufs Dach, sobald der Strom im Gebäude an ist. Wird gemacht. Ich gehe hoch auf den Turm. Dann haben wir die ganze Kreuzung auf dem Präsentierteller. Leg die Schalter um, wenn ich dir das Signal gebe. Verstanden? Yes, ma'am. Gut, der Verteiler hat Strom. Cool. Dann lass uns etwas Spaß an der Kreuzung haben. Gehen wir in Position. Jetzt warten wir. Denk dran, sobald wir sie sehen, schmeißt du den Strom an. Aus welcher Richtung kommen die Raffen? Eine Ahnung? Nordosten, vermute ich. Von dem Freeway, der nie fertiggestellt wurde. Okay, gib mir zur Sicherheit Deckung. Natürlich. Da kommen sie. In meinem Thorn. Siehst du ihn? Nicht wirklich schwer zu übersehen. Lass sie uns überraschen. Lass uns das leise regeln. Wenn was passiert, niete ich sie einzeln um. Klingt gut. Aber wie? Wo ist dieser Wichser, Boss? Ihr wartet hier auf sie. Mach dich bereit. Jetzt heißt es Showtime. Es werde Licht. Ich heiße es. Gib dir Deckung. Jetzt müssen wir sie alle kalt machen. Schnapp dir den Autosplitter. Ach, schon hat ihn. Such nach dem Hund mit dem Mohawk. Also runterhauen.
Rüber. Ich fahre. Worauf wartest so, du? So, konntest es echt nicht mehr erwarten, hm? Endlich. Und? Das ist mal ein Auto, oder? Traumwagen. Kein Wunder, dass du ihn zurück wolltest. Meine bessere Hälfte. Siehst du? Hat auch ohne Mitch und Scorpion geklappt. Hör zu, wie. Es ist noch nicht vorbei. Ach nein? Du hast doch die Ware. Und dein Auto. Aber nicht Nash. Er war nicht in Rocky Ridge. Das Arschloch hat sich nicht blicken lassen. Panam. Hör zu. Ich hab nen Plan. Ist mir egal. Wir wollten das Auto und die Ware zurückholen. Das haben wir gemacht. Sixth Street wartet auf eine Nachricht. Hör mir und einfach ich... zu, verdammt nochmal! Ich weiß, wo ihr dreckiges Versteck ist. Wir nehmen den alten, unfertigen Freeway. Sie werden nicht mit uns rechnen. Das weiß ich genau. Willst den Ruffen in ihrem Wohnzimmer einen Besuch abstatten? Bist du völlig verrückt? Hast du eine bessere Idee? Dann raus damit! Hab ich tatsächlich. Wir bringen das Zeug zu Sixth Street und kümmern uns um Hellmann, wie wir es abgesprochen haben. Ich hab dir doch mein Wort gegeben. Also reib mir nicht ständig deinen dummen Hellmann unter die Nase. Und tu nicht so, als würdest du nur Sachen machen, die schwarz auf weiß in einem Vertrag stehen. Hör zu! Hilf mir, Nash zu erledigen. Okay. Wo ist dieses Versteck? Nur ein Steinwurf von hier. Danke, Wie. Was Nash getan hat. Ich hab ihm vertraut. Er war der erste Typ, mit dem ich gearbeitet habe, nachdem ich die Alde Caldus verlassen habe und nach Night City gekommen bin. Ich hab ihm wirklich vertraut. Ich verstehe dich. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich wurde auch mal von jemandem betrogen. Genau so. Hast du dich gerecht? Hatte keine Gelegenheit. Mir kam jemand zuvor. Aber wenn du sie gehabt hättest, hättest du es getan? Keine Frage. Ohne mit der Wimper zu zucken. Bring bis zu Ende. Bist du bereit? Holen wir ihn uns.
Du hast es so gewollt. Darfst du jetzt aufgehen? Was denn, Arschloch? Hast du gedacht, ich darf dir das durchgehen? Rogue? Panam. Wie sagtest du nochmal? Ich soll meine Probleme und meinen Scheiß selbst erledigen? Nash ist tot. Ein Stück Scheiße weniger. Zufrieden? Und die Ware für Sixth Street? Nash kann sie nicht mehr ausliefern. Aber wenn du mich lieb darum bittest, kann ich dir vielleicht helfen. Ich habe mir meinen Anteil vorher auszahlen lassen, Schätzchen. Aber ich bin gerührt. Hab mich gefragt, ob du den Deal während deines Rachefeldzugs nicht vergessen hast. Fuck! Lass uns hier verschwinden.